Herzlich willkommen zu der fünften Folge der Europäischen Mauer in Supremacy 1914. Ja, die Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass die fünfte Folge kommen soll. Und so, hier ist sie. Wie die meisten ja wissen, war ich im Urlaub und konnte da nicht aufnehmen. Also ist diese Serie unvollständig und ich musste auf dem Handy ein bisschen aufnehmen. Wundert euch also nicht, wenn irgendetwas fehlt. Danke für euren Support. Viel Spaß bei diesem Video. So, es ist wieder viel passiert. Wir konnten Genua mit wirklich wenig Verlusten einnehmen. In Bologna konnten wir einmarschieren. Und es gab ja auch einen großen Kampf zwischen Italien und Griechenland. Mal sehen, was in der Zeitung steht. Oh mein Gott. Griechenland hat wirklich ihre Artillerie verloren. Das ist sehr gut für uns. Das ändert jetzt ziemlich alles, denn bis sie hier wieder Artillerie drüben haben, ich weiß nicht, wie lange hier noch produziert wird, aber das wird mindestens, selbst mit Speed, 24 Stunden dauern, bis sie hier sein könnten. Das heißt, wir haben jetzt richtig viel Zeit. Okay, das ist wirklich gut. Und die Italien kann sich hier schön aufbauen, dann greife ich die Provinz auch nicht an, dann können die Truppen hier schön bleiben. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich denen jetzt eine Nachricht drücke, aber eigentlich mag ich dieses Provozieren nicht, aber sie haben mich halt wirklich sehr provoziert. Also wäre es schon irgendwie sehr schön, aber das ist ja jetzt auch nicht zielführend, um ehrlich zu sein. Also ich lasse es, glaube ich. Genau, ich würde sagen, ich warte noch auf den Tagwechsel. Den kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Bei mir starten die Ferien und ich bin über die Ferien weg. Und das bedeutet, ich kann nicht aufnehmen über die Ferien. Das heißt, ich muss sehr viel vorproduzieren. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Ich guck mal, was ich noch aufnehmen kann, dann zeige ich euch das. So, ein kleines Update von meiner Seite. Griechenland landet hier bei mir. Ich weiß nicht, was das soll, aber die werden halt gleich abgefangen. Ich hoffe mal, dass sie noch abbrechen, sonst ist hier Krieg. Ich bin hier am Anlanden an Canea, denn sie haben mir, wie ich schon erzählt habe, Palermo vor meinen Augen weggestohlen. Und jetzt nehme ich Canea, weil die Provinz steht frei und wenn ich die halten kann, dann löst das sozusagen alle meine Probleme. Ich weiß nicht, ob es davor war, aber sie landen jetzt auch hier. Ich weiß nicht, ob der Pfeil da jetzt genau hingeht, aber wenn sie anlanden, dann werde ich auf jeden Fall angreifen und dann wird es auf jeden Fall Krieg geben. In Italien stehen noch einigermaßen viel Truppen. Ich bin nur unsicher, was ich da mache. Ich könnte natürlich bis hier vorrücken und jetzt auch nicht wirklich große Verluste machen. Dann hätte ich auch nur eine Provinz, die ich hier schützen muss mit einer guten Festung. Aber bis dahin werden sie hier mit der Artillerie gelandet sein. Und dann kommt ein schneller Gegenangriff und dann werde ich überrannt. Ich glaub, ich bleibe bei meinem defensiven Spielstil und mache jetzt hier erstmal wieder ein paar neue Festungen. Denn Stahl ist da, Geld ist halt ein Problem, ich bin ein kleines Land. Außerdem, ich kann hier perfekt in Griechenland reingucken und kann auch sehen, was sie alles gebaut haben. Und sie haben super viel gebaut, also das ist schon ziemlich krass, wenn ich da jetzt gegen die kämpfe, was ich da machen müsste. Also das sind ja 4 Fabriken. Ich habe, ja, also bei mir werden auch 4 gebaut. Eine, habe ich noch eine? Ja, doch hier. 2 auf Level 2. Oh, noch? Achso, die sind schon fertig gebaut. Ja, dann geht das ja doch einigermaßen. Ihr kennt's, ich warte jetzt die 3 Minuten. Für euch gibt's einen Cut, bis gleich. Sie landen nicht. Sie warten hier nur. Ich lande aber weiter und sie greifen mich zurzeit nicht an. Und ich werde auch den Angriff nicht abbrechen, denn sie waren so ignorant zu mir mit Palermo. Habe ich jetzt auch schon das Video sehr oft gesagt. Ich werde mir Canea nehmen, ich werde gucken, was passiert, ich werde ihnen sofort Frieden anbieten. Ja, wenn sie das nicht annehmen, dann werde ich diesen Stack auch angreifen. Das ist natürlich eine schwierige Spielweise, aber da muss ich auch sagen, dass ich mir sowas dann nicht gefallen lasse. Also, man sieht doch ganz klar, wenn ich hier lande, dass ich Palermo haben möchte und dann geht er hier schnell außen rum und nimmt sich das dann selber. Also, das fand ich wirklich gar nicht witzig und dann kommt er mir mit Kapitulieren. Also ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen und findet das jetzt nicht blöd. Ich werde danach sofort Frieden anbieten. Ich glaube, leider wird er es nicht annehmen. Ja, aber gut, ich stehe hier gut. Bis er hier ankommt, hat er ein bisschen Öl verloren und ich kriege ein bisschen Öl, das ist ganz gut. Genau, dann würde ich sagen,
War es das mit diesem Teil, wo ich noch aufnehmen konnte? Schreibt bitte gerne in die Kommentare, wie ihr zu der Thematik steht mit Palermo und der Provinz, die ich jetzt nehme. Und dann würde ich sagen, zeige ich jetzt das, was ich im Urlaub am Handy aufnehmen konnte. Ich hoffe, bis dahin hat euch die Serie gefallen. Jetzt kommt natürlich der Abschluss. Da wird kein Ende dabei sein. Ich zeige euch aber, was alles so passiert ist und werde da ein bisschen kommentieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich habe das ja vorhin schon erklärt. Viel Spaß. Ja, moin aus dem Kommentatorenstudio. Wie ihr seht, sind wir an Tag 17 und die Artillerie von Griechenland konnte landen. Außerdem haben wir diese Provinz erobert und sie haben einen Hafen gebaut und eine Artillerie, was sehr gut war für uns. Jetzt sind wir immer noch an Tag 17 und Griechenland fährt einen Angriff gegen die Hauptstadt von Italien, nämlich Rom. Dementsprechend reagierte ich mit Truppen, die ich nach unten geschoben habe. Und man kann jetzt gut erkennen, dass Griechenland von zwei Seiten angreift, nämlich oben auch noch mich. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, dann musste ich meine Armee aufteilen. Glücklicherweise war da schon der Kampf um Rom zu Ende und ich konnte meine Armee wirklich leicht aufteilen. Aber jetzt hieß es erstmal alles in den Norden und irgendwie diese Provinz noch verteidigen. Jetzt seht ihr, wie sie schon schießen mit der Artillerie. Mein Plan war einfach ausharren in der Festung, mit Artillerie von der Seite schießen und mit einem großen Stack einfach die Artillerie angreifen. Ohne Artillerie einfach mit Kavallerie rohe Gewalt drauf. Im Norden hat mein Ally auch ordentlich was eingenommen. Sie kämpfen jetzt gegen Russland. So, hier habe ich nochmal ein Werbeangebot weggeklickt, aber auf jeden Fall kann man hier gut sehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe nämlich einen großen Nahkampfstack einfach auf die Artillerie draufgeschmissen und dann später von hinten noch draufgeschossen mit eigenen Artis. Und so war ich einfach in der Lage, sehr schnell diesen großen Stack zu besiegen. Dann kam auch schon was Historisches, nämlich das erste Eisenbahngeschütz. Das sollte helfen in der Zukunft. Außerdem ein neues Flugzeug in Bern, einfach falls sie Bomber bauen sollten. Jetzt seht ihr hier in der Zeitung die Statistiken mit klarem Vorteil meinerseits. Griechenland hat mehr als dreimal so viel Verlust wie wir. Und man merkt jetzt auch schon, die Runde neigt sich dem Ende zu. Wir kontrollieren wirklich viel. Norwegen hat sehr viel eingenommen und die Niederlande kämpfen gerade gegen das Osmanische Reich. Hier sieht man nochmal, wie Norwegen gegen Russland vorrückt. Und ebenfalls gegen das Osmanische Reich, also sie haben Multitasking gehabt, aber mit ihrem Land ging das wirklich ganz gut. Der Kampf war zu Ende bei mir und ich konnte dann ohne Probleme einmal durchmarschieren und dann war die Runde auch schon vorbei. Am Ende habe ich Italien kontrolliert, den Balkan, dann haben die Niederlande Österreich-Ungarn bekommen und ein bisschen von Griechenland und Norwegen hat den ganzen Rest in Russland bekommen. Jetzt sind wir beim Auto angekommen. Danke für euer Verständnis, dass ich im Urlaub das nicht aufnehmen konnte. Und ich hoffe, euch hat die Videoreihe trotzdem gefallen. In den nächsten Tagen werde ich dann starten mit der 500er Karte. Und dann irgendwann kommt die 100er Karte dazu. Und dann werde ich das irgendwie so machen, dass ungefähr jeden dritten Tag ein Video kommt. Einmal die 100er Karte, einmal die 500er Karte, einmal die 100er Karte, einmal die 500er Karte. So habe ich mir das vorgestellt, sonst wenn ich das ändere, dann werde ich euch das sagen. Und dann würde ich zum allerletzten Mal in dieser Staffel sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nicht nächsten Folge beim nächsten Projekt.